und ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, dem Hockey-Magazin hier bei uns auf FS1. Dieses Mal darf ich euch ein Spiel aus der zweiten Landesliga präsentieren, nämlich jenes zwischen dem HCS Senators und den Darkwing Ravens aus Ramingstein im Lungau. Eine interessante Begegnung, bei der wir uns gleich jetzt das erste Drittel anschauen. Im Spiel des HC Senators gegen die Darkwing Ravens aus Ramingstein zunächst einmal die in grün spielenden Gäste aus dem Lungau, die mit Dominik Lautsch im Tor begannen. Aber jetzt wieder die Senators. Hinter dem Tor, es steht in der Anfangsphase logischerweise torlos 0:0. Die Gastgeber begannen übrigens mit einem neuen Goalie, Sebastian Simaroli. Rückpass. Hinter dem Tor von Sebastian Simaroli. Und es gibt das erste Icing und somit Bulli vor dem Tor des HCS Senators. Im Vordergrund sehen wir am Bulli Hans-Peter Blank. Der Puck wird eingeworfen. Jetzt wieder die Darkwing Ravens am Puck. Schöner Versuch, sehr weit vorgelegt, aber der Pass war sehr, sehr ungenau, somit nicht angekommen. Es bleibt vorerst. Nun, sondern jetzt wieder die Senators. Schöner Versuch. Wo ist die Verteidigung? Gut aufgepasst. Erste gute Aktion von Dominik Labatsch. Wiederum Angriff. Schuss. Sehr, sehr schön gemacht von Sebastian Simaroli. Bislang eine fehlerlose Partie. Jetzt wieder Gerhard Hugen, die Nummer 18. Könnte vielleicht etwas früher abziehen. Neuer Pass. Aber auch da bringt es nichts ein. Rückpass. Legt sich den Bucks sehr weit nach vorne, fährt aufs Tor zu. Das wäre eine gute Torchance gewesen, die allerdings glücklicherweise für die Senators nicht genutzt wurde. Das Ganze, wie gesagt, im ersten Drittel dieser Begegnung HC Senators gegen die Darkwing Ravens Ramingstein aus dem Lungau. An dieser Stelle mal einen herzlichen Gruß zu unseren hoffentlich zahlreichen Seher hinein. Jetzt wieder ein Pass. Schuss. Schöne Parade von Sebastian Simaroli. Legt sich da auf den Puck und konnte damit einen weiteren Gegentreffer verhindern. Herrlich gemacht und eine absolut sehenswerte Parade. Es gibt Bullen vor dem Tor des HCS Senators. Jetzt wieder ein Pass und der Möglichkeit. Aber kein Problem für Dominik Glabatsch. Ja, die Nummer 8 der Gäste, das ist übrigens Hans-Jörg Schaller, der lange Zeit bei der Mannschaft des EHC Salzburg Süd gespielt hatte.
wiederum die Senators, die übrigens heuer mit dem HC Smolensk zusammengegangen sind, der ja nicht mehr existiert. Gut aufgepasst, der Puck geht allerdings am Tor von Sebastian Zimmerolle vorbei. Somit keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gastgeber. Naja, bisher ein ausgeglichenes Spiel. Vielleicht an dieser Stelle noch eine kurze Erwähnung vom Parallelspiel, das im Ziel am See stattfand. Und zwar besiegten dort die Spieler von der Zeller Flyers, dem EAC Lokomotive und das Berg mit 7:4. Das allerdings nur nebenbei. Jetzt wieder Hans-Peter Blank. Schöner Versuch, gut aufgepasst von Dominik Labatsch. Ja, so könnte es gehen. Es gibt logischerweise Pulli vor dem Tor der Gäste. Die beiden Schiedsrichter sollte man an dieser Stelle vielleicht auch kurz vorstellen. Es ist zum einen Markus Radenach und David Wiggins, die heute dieses Spiel leiten. Schöner Versuch. Bislang beide Goalies auf dem Posten. Ja, und es waren natürlich 26 Zuschauer im Eilstadion. Ein großer Teil davon aus Rammingstein im Lungau. Jetzt Schuss! Gut gemacht von Sebastian Zimmerolle. Herrliche Parade, war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Kein Icing entscheidet der Schiedsrichter. Der Puck befindet sich vorerst hinter dem Tor der Gäste. Jetzt wieder eine gute Aktion in der Verteidigungszone. Das ist aber nicht ganz so ungefährlich. Jetzt wieder Kontermöglichkeit. Neuer Versuch. Könnte durchaus noch mehr gehen. Jetzt wieder die Senators. Ja, da müsste man halt Verantwortung übernehmen und endlich mal einen Schuss auf das Tor abgeben. Sonst wird das nichts mit dem Torregisten. Und ja, es gibt Bulli vor dem Tor von Dominik Glavatsch. Jetzt Rückpass. Schöne Zweikämpfe hier. Und jetzt wieder Angriff des HC Senators. Wieder ein sehr, sehr ungenauer Pass. Aber die Richtung stimmt.
Sie müssten halt die Base ankommen. Aufpassen! Läuft aufs Tor zu. Nicht ganz ungefährlich. Müsste es eigentlich bald einmal schäbern. Gerhard Kugel versucht es. Schuss! Und Tor! Da ist das 0:1 durch Werner Gautsch. Keine Chance für Sebastian Zimmerholeter, etwas zu machen. Die Gäste gehen mit 1:0 in Führung und das aufgrund des Spielverlaufes absolut verdient. Der Jubel natürlich entsprechend groß. Der Assist kam übrigens, sollte man auch der Vollständigkeit erwähnen, von Erik Bonsberger, der Nummer 17 der Gäste. Jetzt wieder ein neuer Pass. Ja, vielleicht noch ein Wort zum Torschützen. Werner Gautsch erträgt die Nummer 24 sehr gut, aufgepasst von Sebastian Zimmerholle im Tor. Der weg mit dem Puck. Genau so gehört es sich. Und wir sehen Hans-Peter Blank von den Senators. Bulli vor dem Tor. Nicht ganz ungefährlich. Schuss! Sehr gute Reaktion von Sebastian Zimmerholle. Ja, wie gesagt, eine ausgezeichnete Leistung bisher. Bleibt am Boden, was nicht ganz ungefährlich ist. Und ganz klar, es gibt Icing. Spiel natürlich unterbrochen und beide Mannschaft bzw. die Gäste wechseln die Linien. Ja, ihr wisst es natürlich, beim Eishockey ist unbegrenzt oft ein Spielerwechsel möglich, aufgrund der Tatsache, dass es da oftmals ordentlich und sehr schnell zur Sache geht. Neuer Versuch und abseits entscheiden die Schiedsrichter. Eine Entscheidung, über die man, wie ich finde, durchaus diskutieren kann. Pass. Alles in allem hat sich übrigens das Salzburger Eishockey wieder verändert. Es gibt nämlich statt einer zwei Landesligen und mehrere Spielgemeinschaften. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. So wie jene zwischen dem HC Senators und dem HC Smorz, der sich ja, wie ich schon erzählt habe, aufgelöst hat und nicht mehr existiert. Wie gesagt, die Spiele der Morzker spielen jetzt beim die Senators.
unter anderem auch Gerhard Kugel, die Nummer 18, hier auf diesem Bild. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Rammingsteinern. Nicht nur Hans-Jörg Schanner, die Nummer 8 spielt, ist ein ehemaliger Spieler des EHC Salzburg, nein, auch die Nummer 3 der Gäste, Josef Aigner, Schuss, da spielte lange Jahre beim EHC Salzburg, der ja nur mehr trainiert, aber nicht mehr spielt. Gut aufgepasst. Nachschuss, sehr schön gemacht von Sebastian Simmerolle. Ja, so gefällt es mir auf jeden Fall. Herrlicher Einsatz. Und ja, so könnte es durchaus weitergehen. Es steht nach wie vor 0:1. Eins für die Gäste durch ein Tor von Werner Gautsch. Nach einem Assist von Erik Bogensberger. Es gibt auf jeden Fall Bulli vor dem Tor der Gastgeber. Lass die Geste gewinnen. Nachschuss! Und wieder eine schöne Parade von Sebastian Simmerolle. Wie gesagt, eine ausgezeichnete Leistung bisher. Voller Einsatz, ja, so macht es natürlich auch für mich als Reporter Spaß, dieses Spiel anzuschauen und für euch hier zu kommentieren. Jetzt wieder die Senators. Hans-Peter Blank, da geht es natürlich ordentlich zur Sache. Puckverluste im Neutralzone sollten nicht vorkommen. Jetzt wieder ein Pass durch Josef Aigner, die Nummer 3 haben wir gerade vorher. Ein Schuss, Nachschuss, scheitert zunächst an Sebastian Simmerolle. Nachschuss. Ja, wie gesagt, eine flotte Partie in diesem ersten Drittel. Auf jeden Fall sehr ausgeglichen und die Gastgeber können zumindest in dieser Anfangsphase auf einen sehr, sehr starken Goalie bauen. Wieder diese Puckverluste sollten eigentlich nicht vorkommen. Geht da noch was? Fragezeichen. Na, wir sind gespannt. Kontermöglichkeit für die Gäste. Aber es gibt dieses Mal wieder Bulli vor dem Tor von Dominik Labatsch. Eine Szene, die wir in diesem Spiel auch lang nicht mehr hatten.
Jetzt wieder ein neuer Pass. Schuss. Bleiben am Puck. Und Tor! Da ist das 0:2 durch Gerald Schweighofer, die Nummer 68 der Gäste. Auch dieses Mal hat Alex Sebastian Zimmerolli absolut keine Abwehrchance. Wie gesagt, bislang eine ausgeglichene Begegnung. Siegfried Hallinger haben wir kurz im Bild gesehen mit der Nummer 5 des HC Senators. Wieder die Gäste. Müsste man halt hingehen, Schuss! Das hätte fast das 0:3 sein können. Ja, eigentlich, wenn man sich den Spielverlauf ansehen müssen. Jetzt wieder ein Pass, Schuss! Gut aufgepasst von Sebastian Zimmerolli. Wie gesagt, trotz der beiden Gegentore absolut fehlerfrei. Erneut gibt es Bulli vor dem Tor der Gastgeber. Schuss. Gut aufgepasst, aber die Gäste aus dem Lunga werden stärker. Vielleicht jetzt. Danke. Und Tor! Da ist das 0:3. Dieses Mal war Hans-Jürgen Schaner erfolgreich und lässt Sebastian Zimmerolli absolut keine Chance. Spielstand 0:3. Ja, wie gesagt, bislang ein vom Spielverlauf her ab aktuell, ob der Spielstand ja okay ist, 0:3 für die Gäste. Und es ist auch einigen starken Balladen von Sebastian Zimmerolli zu verdanken, dass die Gäste aus dem Lunga nicht höher führen. Auf jeden Fall eine ausgezeichnete Leistung. Und das muss ich als Sportreporter natürlich absolut anerkennen. Wiederum die Senators. Spiel ist natürlich erneut unterbrochen. Bulli war dem Tor von Dominik Klabatsch. Ja, vielleicht kurz noch ein weiteres Ergebnis aus der zweiten Salzburger Eishockey-Landesliga. Die Spielgemeinschaft Hornets Rems 2 verlor nämlich das Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Oilers Knights mit 3:4. Gut aufgepasst von Dominik Klavatsch. Kontermöglichkeit. Da muss man halt näher hingehen.
Ass. Und Peter Blank haben wir gerade gesehen. Das hätte fast das 0 zu 4 bedeuten können. Er müsste. War wieder mal sehr, sehr knapp. Und im Nachhinein konnte sich Sebastian Zimmerholle den Puck sichern. Somit kein Tor für die Geste aus dem Lungau. Zu 3, der aktuelle Spielstand und vom Spielverlauf her, geht das auch aus meiner Sicht absolut in Ordnung. Sehr gut gemacht. Zur Schiedsrichterleistung ist natürlich auch in diesem ersten Drittel zu sagen, bisher keine Fehler und somit keine Strafen. Beide Mannschaften spielen also in diesem ersten Drittel absolut fair. Jetzt wieder die Geste, viel zu weit vorgelegt, da hat ein Spieler natürlich keinen Schutz. Gut aufgepasst von Sebastian Zimmerholle, sehr gut aufgepasst. Und Herr Bulli war dem Tor der Gastgeber. Ich glaube, es war Josef Aigner, der mit einem Torschuss Goalie des HC Senators gescheitert ist. Schöner Versuch. Da könnte doch eigentlich mehr gehen. Was? Geht da noch etwas? Fragezeichen. Wir sind gespannt. Schuss, gut aufgepasst. Und das war's. Spielstand 0 zu 3 nach dem ersten. Soweit also das Ergebnis aus dem ersten Drittel und wir sehen in der ersten Drittelpause einen Beitrag über das Spiel zwischen den U11-Mannschaften des EC Red Bull Salzburg und den Altersgenossen der Black Wings aus Linz. Bei diesem Spiel gab es leider Gottes ein ziemlich eindeutiges Ergebnis und warum leider, das erfahren wir im folgenden Beitrag. Im U11-Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem Black Wings aus Linz zunächst einmal die in Schwarz spielenden Gäste am Puck. Wieder ein Rückpass,
hinter dem Eigentor, vielleicht jetzt, aber jetzt wieder. Fährt auf das Tor zu Schuss, Tor! 0:1. Hier wäre es natürlich für einen Torhüter wichtig, wenn er länger stehen bleiben würde. Und wenn man einmal als Goalie am Boden ist, dann kann man das Tor nicht mehr abdecken. Doch die Red Bulls fahren aufs Tor. Ihr den nicht attackiert, Schuss, Tor! Weiterer Treffer, herrlich gemacht. Und so einfach könnte Tore schießen sein. Der Jubel entsprechend groß. Doch die Blackwings, Schuss, Tor! Weiterer Treffer für die Gäste. Und in dieser Situation gilt natürlich, was ich des Öfteren schon gesagt habe, ein Torhüter sollte dem gegnerischen Stürmer die Chance nehmen, nicht zu schießen. Dann das zweite Drittel. Pass. Schöner Versuch. Vielleicht jetzt Kontermöglichkeit. Pass. Vielleicht jetzt. Neuerlicher Versuch. Und gut aufgepasst vom Goalie der Blackwings aus Linz. Jetzt wieder ein Angriff. Wird hier nicht attackiert. Kann frei schießen. Steht auch ab. Tor! Das ist ein weiterer Treffer. Ja, wie gesagt, ein Torhüter sollte möglichst nahe beim Stürmer sein. Dann das Schlussdrittel. Neuer Pass. Die Seiten wurden gewechselt. Schuss. Tor! Wieder ein herrlicher Treffer von den Red Bulls. Und auch dieses Tor war sehr schön anzuschauen. Doch die Gäste setzen nach. Zur Halbzeit wurden auf beiden Seiten die Torhüter gewechselt. Wer zu? Neuer Pass. Vielleicht jetzt. Jawohl! Tor, weiterer Treffer. Und die Gäste aus Linz gewinnen diese Begegnung letzten Endes ausgesprochen deutlich. 4:11. So lautete das aus Sicht des EC Red Bull Salzburg unerfreuliche, aber aufgrund des Spielverlaufes absolut verdiente Endergebnis in dieser Begegnung. Und wir machen gleich weiter in dieser Sendung mit dem zweiten Drittel der zweiten Landesliga zwischen dem HC Senators und dem Darkwing Ravens aus Rammingstein. Im zweiten Drittel des Spieles zwischen dem HC Senators und dem Darkwing Ravens Rammingstein im Rahmen der zweiten Salzburger Eishockey-Landesliga zunächst die Gastgeber Hamburg. Es steht durch Tore von Mirna Gautsch, Gerald Schweighofer und Hans-Jörg Schanner aus dem ersten Drittel 0:3 für die Gäste. Jetzt wieder die Lungauer. Der Puck geht am Tor von Sebastian Simmerhölle vorbei. Vielleicht jetzt. Da dürfte es eine gröbere Verletzung gegeben haben. War allerdings aus meiner Sicht kein Foul. Aber dennoch gibt es Strafe. Aus meiner Sicht nicht ganz zu Recht. Diese Strafe trifft übrigens die Nummer 51 Stefan Gabelberger wegen Crosschecks. Bulli vor dem Tor von Sebastian Simmerhölle. Die Gäste sind somit im Powerplay. Hier sehen wir noch Dominik Labatsch. Immer noch die Gäste im Angriffsdrittel. Schuss und Tor! Das war das 0:4, erzielt durch Erik Bogensberger
der Nummer 17 der Darkwing Ravens aus Hammingstein. Das Spiel geht weiter. Und wird natürlich mit einem neunten Bulli fortgesetzt. Wieder die Darkwing Ravens Hammingstein. Die Nummer 3, das ist übrigens Josef Aigner. Auch ein Spieler, der lange beim EHC Salzburg Süd im Einsatz war. Ja, wie schon im ersten Drittel erwähnt, haben die Ravens aus Hammingstein gleich einige Spieler aus dem ehemaligen EHC Salzburg Süd, der ja jetzt nur mehr spaßhalber und nicht mehr Liga spielt, im Einsatz. Neben Josef Aigner auch Hans-Jürg Schanner, der bei den Gästen aus dem Lungau die Nummer 8 trägt. Jetzt wieder eine gute Aktion. Die Gäste natürlich im Angriffsdrittel. Ach, da müsste doch mehr gehen. Wieder Josef Aigner, aber Rückpass kein Problem für Dominik Labatsch, dem Torhüter der Tagelnehmens aus Hammingstein. Bulli vor dem Tor, der Gastgeber. Ja, da könnte durchaus wer gehen. Schön gemacht von Sebastian Simmerolle. Im Tor der Gastgeber, bisher trotz der vier Gegentreffer, eine, wie ich finde, sehr gute Leistung. Und ja, ihm ist es mit einigen herrlichen Saves zu verdanken, dass die Gäste aus dem Lungau nicht noch höher führen. Wie gesagt, es sind gute 26 Zuschauer im Stadion, davon allerdings ein nicht unwesentlicher Anteil aus dem Lungau. Was? Gute Aktion vielleicht. Sollte absichtlich. Erste gute Aktion von Dominik Labatsch im Tor der Gäste. Da war dieser Schuss nicht ganz einfach einzuschätzen. Bisher auf jeden Fall eine fehlerfreie Leistung, was auch da anzuerkennen ist, dass es bisher 4:0 für die Gäste aus dem Lungau steht. Ja, dieses Mal hat auch Dominik Lautz sehr gut aufgepasst. Bulli vor dem Tor der Gäste. Im Vordergrund sehen wir mit dem schwarzen Helm Gerhard Kugel, die Nummer 18 des HC Senators. Der vom aufgelösten HCS Murzk zu den Senators kam. Jetzt wieder Gerhard Kugel am
Puck, da müsste man halt abziehen. Aber gut aufgepasst von der Abwehr der Darkwing Rams aus Ramminstein. Schuss! Super gemacht von Sebastian Semmerolle, der sich ein weiteres Mal auszeichnen konnte und sich natürlich gegen eine höhere Niederlage stemmte. Eine ausgezeichnete Leistung des Goalies vom HCS Senators. Ich kann es nur immer wiederholen. Jetzt gibt es auch einmal einen Pulli vor dem Tor der Gäste. Eine Szene, die sich im zweiten Drittel öfter mal häuft. Jetzt wieder ein neuer Versuch des Senators in der eigenen Verteidigungszone. Raus damit, das wäre natürlich sicherlich das richtige Motto. Wieder Gerhard Kugel am Puck. Ach, da müsste man halt in die gegnerische Angriffszone kommen und einmal abziehen. Das wäre natürlich auf jeden Fall richtig. Und Tor! Weiterer Treffer für die Gäste. Und dieses Mal war erneut Erik Bogensberger erfolgreich. Es war sogar ein Shorthander zum 0:5. Der zweite Treffer von Erik Bogensberger diesem Eishockey-Nachmittag. Jetzt wieder Gerhard Kugel. Jetzt wieder die Senators hinter dem Tor von Dominik Labatsch. Sehr gut gemacht. Das Spiel ist unterbrochen. 0:5 der aktuelle Zwischenstand. Und auf jeden Fall geht dieses Ergebnis vom Spielverlauf her aus meiner Sicht absolut in Ordnung. Es gibt Bulli vor dem Tor der Gäste. Gut aufgepasst von Sebastian Semmerolle, herrlicher Einsatz. Das war jetzt brandgefährlich, aber Sebastian Semmerolle hat das sehr, sehr gut aufgepasst. Das wäre natürlich eine sehr gute Chance gewesen für einen weiteren Treffer, aber aus Sicht der Gastgeber glücklicherweise landete der Puck nicht im Netz.
Ja, mittlerweile ist das Spiel hauptsächlich in der Angriffszone der Gäste. Und beide Mannschaften wechseln natürlich die Spieler. Wie gesagt, beim Eishockey ist eine unbegrenzte Anzahl an Spielerwechseln möglich. Bulli vor dem Tor von Sebastian Simaroli. Jetzt wieder die Dakota Evans. Pass. Tor! Weiterer Treffer zum 0:6. Wiederum war Andreas Bogensberger, der Nummer 19, erfolgreich und ein weiteres Mal im Tor der Gäste unterbringen. Das halbe Dutzend ist somit voll und nach guter Hälfte der Spielzeit ist das Spiel schon so gut wie entschieden, denn ich glaube in dieser Phase nicht mehr wirklich daran, dass die Gastgeber des HC Senators diesen 0:6 Rückstand noch aufholen. Ja, da könnte sich durchaus mehr ausgehen. Vielleicht jetzt Hans-Peter Blank, aber der Schiedsrichter entschied abseits. Somit keine Gefahr für das Tor von Dominik Glapp. Es gibt Bulli in der neutralen Zone. Kontermöglichkeit. Fährt auf das Tor zu, wird hier nicht attackiert, da wäre es halt wichtig, näher auf den Mann zu gehen. Ja, vielleicht kann... wieder ein Fehlpass, jetzt haben wir gerade den Nummer 3. Josef Eichner gesehen, mit der roten Hose und dem weißen Helm beim Allgäu 9 Hammingstein.
gut aufgepasst. Ja, jetzt häufen sich natürlich die Torchancen des HC Senators. Wieder Angriff. Da hätte vielleicht ein genauer Pass kommen müssen. Vielleicht jetzt. Dieses Mal sind die Senators im Konter sehr gut aufgebaut. Und der Gegenangriff kommt. Wird nicht attackiert. Gut gemacht von Sebastian Simaroli, der hier den Puck sicher mit der Fanghand herunterfangen konnte, war nicht so einfach, wie es hier vielleicht auf diesen Bildern aussieht. Es gibt logischerweise Bulli. Ja, vielleicht noch ein Wort zum 0:5 von Erik Bogensberger. Es war ein sogenannter Starthinder. Das Tor! Weiterer Treffer zum 0:7 durch Patrick Steinwender. Steinwender Philipp, so muss ich es korrekt sagen. Der Nummer 40, der Tag drin rein uns aus den Stellen. Ja, so kann man natürlich ein Spiel nicht gewinnen, wenn man den Puck nicht im gegnerischen Tor unterbringt. 0:7, der absolut verdiente Zwischenstand und wieder. Schuss! Fast hätte es ein weiteres Mal geschäbert. Gut aufgepasst von Sebastian Simaroli, der ja bei diesem Spielstand absolut nichts kann und trotzdem eine, wie ich finde, ausgezeichnete Leistung rot. Jetzt wieder Gerhard Kugel. Schuss! Sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Jetzt wieder Angriff. Tor zum 0:8. Keine Chance für Sebastian Simaroli. Und der Torschütze war erneut Erik Bogensberger. Übrigens zum dritten Mal bei diesem Spiel. In diesem Drittel. Das Spiel ist natürlich in dieser Phase schon längst entschieden. Ja, und auf jeden Fall kam der Assist von Philipp Steinwender, der Nummer 40, der Tag bei uns aus Armingstein. Wieder eine schöne Aktion. Pass. Da könnte durchaus noch mehr gehen. Gut gemacht. Bravo, eine super Aktion. Oder war das vielleicht ein weiterer Treffer? Das sieht nicht so aus. Das Tor war nämlich verschoben. Und ja, wie gesagt, eine ausgezeichnete Leistung von Sebastian Simaroli. Trotz dieser 8 Gegentore, die es bisher in diesem Spiel gegeben hatte.
wiederum die Senators. Und erneut ist das Spiel unterbrochen. Auf jeden Fall ist Dominik Lavic hinten. Es war richtig erkannt. Icing. Beziehungsweise was anderes, das Spiel wird jedenfalls mit einem Anstoß in der Mitte fortgesetzt. Im Vordergrund sehen wir die Nummer 17, Erik Bogensberger, der in diesem Drittel nicht weniger als dreimal den Puck im Tor der Gastgeber untergebracht hat. Auch ein sehr, sehr treffsicherer Stürmer. Schuss! Wiederum Hans-Peter Blank, sehr gut bedrängt. Ach, da müsste doch mehr gehen. Kontermöglichkeit. Schuss, Tor zum 0:9. Erik Bogensberger war erneut erfolgreich. Und ja, Philipp Steinwender, die Nummer 40, lieferte den Assist. 0:9 in dieser Begegnung. Schon in dieser Phase des zweiten Drittels zeichnete sich ein Debakel für die Senators ab. Und die Frage war eigentlich nur mehr, wie hoch es ausfallen würde. Der aktuelle Zwischenstand. Nummer 33 von den Gästen, das ist Bernd Seifter, ein Center der Gäste aus dem Lungau. Und beim Eishockey ist es ja so, dass der Center zum einen Mittelstürmer ist und auch als sogenannter dritter Verteidiger agieren muss, wenn es die Spielsituation erfordert. Also eine sehr, sehr umfangreiche Position. Wo entsprechend viel Bewegung erforderlich ist. Daneben gibt es unter den Feldspielern auch noch den linken und rechten Flügelstürmer, wobei hier zu sagen ist, dass der Name dieser Positionen eigentlich die Seite des Spielfeldes beschreibt, wo sie sich befinden. Gleiches gilt übrigens auch für den Verteidiger, den linken und rechten Verteidiger. Schön gemacht, eine gute Parade von Sebastian Zimmerolle. Gut aufgepasst, aber wie wir gesehen haben, werden die Positionen der Feldspieler ja beim Eishockey oft gewechselt, je nachdem wie es die Situation erfordert. Vielleicht noch an dieser Stelle ein Ergebnis vom Spiel aus der ersten Landesliga. EC Oilers Salzburg gegen die Nurach Bulls. Endstand 7:0 für die zweite Mannschaft des EC Oilers Salzburg und die Mannschaft der Zeller Flyers besiegte jene des ERC Lokomotive Untersberg zu Hause mit 7:4. Es gibt auf jeden Fall Bulli vor dem Tor der Gastgeber. Wir befinden uns nach wie vor im zweiten Drittel.
Pass. Schuss. Sehr gut gemacht von Sebastian Simarolle, der den Puck sicher blockieren konnte. Ja, und hier tauschen natürlich einige Spieler Freundlichkeiten aus, wenn man das im Eishockey so bezeichnen kann. Kein Icing entscheidet der Schiedsrichter. Und Dominik Labatsch war außerhalb vom Torraum. Schuss. Super gemacht von Sebastian Simarolle. Ja, also auf jeden Fall trotz dieser bisher neuen Gegentreffer eine gute Leistung. Kann ich mich absolut nicht beschweren. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was es da zum Aussetzen gibt. Jetzt wieder die gestern Puck. Rückpass. Naja, jetzt dauert es im zweiten Drittel noch nicht mehr lange, aber das Spiel ist eigentlich schon längst zugunsten der Gäste aus dem Lungau entschieden. Es stellt sich nur mehr die Frage, ob es Dominik Labatsch gelingt, diese 0 bis zum Ende zu halten und somit ein Shutout zu erreichen. Wir sind gespannt, es ist noch einige Minuten in diesem zweiten Drittel zu spielen und dann kommt noch das Schlussdrittel. Man darf gespannt sein. Sehr gut gemacht von Sebastian Simarolle. Jetzt wäre es natürlich für beide Mannschaften psychologisch sehr wichtig, ohne Gegentreffer zu bleiben. Denn ein Gegentreffer in dieser Endphase eines Drittels ist für keine Mannschaft psychologisch wünschenswert. Vielleicht jetzt. Super gemacht. Wieder eine schöne Parade. Rückpass, aber der Puck geht am Tor vorbei. Schuss, gut aufgepasst, aber ich schätze mal, es wird sich in diesem zweiten Drittel nicht mehr wirklich was tun. Und der Spielstand lautet 0:9. Diesem zweiten Drittel geht es schnurstracks im Schlussdrittel. Auch da gab es einiges zu sehen und wir sehen also die Aufzeichnung vom Schlussdrittel. Wir befinden uns mittlerweile im Schlussdrittel des Spielers zwischen dem HC Senators und den Darkwing Rams aus Ramingstein im Lungau. Nach den ersten beiden Drittel führen die Gäste mit
9:0 und das aufgrund des Spielverlaufs für absolut verdient. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Fährt auf das... Oh, das hätte durchaus auch ein Fall geben können. Aber dieses Mal konnte sich der Goalie der Gäste, Dominik Labatsch, noch auszeichnen und einen Treffer des HCS Senators verhindern. Es gibt Bulli vor dem Tor der Gäste. Jetzt wieder ein Angriff der Senators. Schuss. Und noch ist der Puck nicht im Tor, aber das sollte es eigentlich jetzt bald einmal schäbern, wenn die Senators noch den Funken einer Chance auf eine Aufholung wahren wollen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, aber es gibt Icing. Somit Bulli vor dem Tor von Sebastian Simmer-Bolli. Was ist zu den ersten zwei Dritteln zu sagen für alle, die etwas später zugeschaltet haben? Im ersten Drittel hielten die Gastgeber noch sehr gut mit und auch Sebastian Simmer-Bolli verzeichnete einige zum Teil sehr sehenswerte Paraden. Und den eben angesprochenen Goalie der Gastgeber sehen wir jetzt im Hintergrund. Jetzt wieder ein schöner Angriff des HC Senators. Was sollte aufs Tor zu... Ah, das gibt's ja nicht. Da müssten doch viel genauer besser sein. Wo sind die Spieler? Schuss! Noch hat es nicht geschäbert. Wiederum die Gäste am Puck. Schussversuch von Josef Aigner, der allerdings in der Abwehr hängt. Vielleicht jetzt. Hans-Peter Blank versucht es. Jetzt eine Flanke. Schuss. Tor! Das ist der erste Treffer. Der Gastgeber erzielt durch die Nummer 44. Dietmar Grillhofer. Somit wird wieder das Spiel etwas interessanter. Und der Assist stammt übrigens von Georg Knoll. Ja, somit hat natürlich auch kein Shutout mehr für Tommy Labatsch. Und das Spiel gewann wieder etwas an Fahrt. Obwohl ein Spielstand von 1:9 auf jeden Fall durchaus nicht gerade für Spannung sorgt. Jetzt wieder eine gute Aktion. Pass. Ja, jetzt müssten sich natürlich die Senators einiges einfallen lassen. Wenn vielleicht doch noch eine Aufholjagd starten sollte, was bei diesem Spielstand eher wenig Aussicht auf Erfolg hat. So realistisch muss man auf jeden Fall sein. Es gibt Bulli vor dem Tor von Dominik Labatsch.
Ja, endlich mal so etwas wie Verkehr. Nur es wäre natürlich wichtig, wenn man diese Torchancen auch in Tore umsetzen könnte. Aber das dürfte ja aus meiner Sicht hinreichend bekannt sein. Jetzt wieder eine schöne Aktion. Pass. Schuss. Sehr gut gemacht von Dominik Klapatsch. Aber auch dieses Mal gibt es Icing, denn Sebastian Semmerolle macht es richtig und blieb im Torraum. Denn das Icing gibt sich ja, wie wir wissen, auf, wenn der Torwart den Torraum verlässt. Ja, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, seit heuer ist ja der Torraum nicht mehr halbkreisförmig, sondern ein bisschen herausgehend und die Seiten wurden abgeschnitten, um wahrscheinlich den Torraum abseits eher zu verlängern. Der Torhüter darf nämlich im Torraum nicht bei seiner Arbeit behindert werden, sonst zielt ein eventuell daraus resultierendes Tor nicht. Man darf gespannt sein, ob es die Senators schaffen, wenigstens dieses Schlussdrittel zu gewinnen. Ein Tor haben die Gastgeber ja erzielt. Es sieht zumindest in dieser Phase einmal nicht allzu schlecht aus. Schuss. Super gemacht von Sebastian Semmerolle. Herrlicher Einsatz und so etwas macht natürlich mir als Sportreporter Freude, darüber zu berichten. Wieder die Duncan Evans. Ja, da könnte durchaus mehr gehen. Wieder die Duncan Evans fahren auf das Tor zu. Was? Aber dieses Mal hat die Verteidigung des HCS Senators sehr gut aufgepasst. Es gibt Icing und somit Bulle vor dem Tor von Dominik Klavatsch. Thank you.
Schluss. Und auch dieses Mal konnte Sebastian Zimmermann Zimmerolle in den Gegentreffer verhindern. Gut aufgepasst vom Torhüter des HCS Senators. Wieder die Geste. Sehr gut aufgepasst. Pass. Könnte durchaus mehr gehen. Wiederum Gerhard Kugel. Schuss, aber kein Problem für Dominik Klappert. Ja, vielleicht an dieser Stelle auch noch ein paar Hintergründe. Es gibt im Eishockey das ungeschriebene Gesetz, dass jener, der das 10. Tor in einem Spiel erzielt, auch eine Runde zahlen muss. Was natürlich auch keiner will. Wir sind gespannt, ob das Ergebnis dennoch zweistellig wird. 9:1 für die Gäste aus dem Lungo steht es auf jeden Fall. Jetzt wieder die Gäste in der eigenen Verteidigungszone. Kontermöglichkeit. Versuchen es über die linke Seite. Aber da hat die Verteidigung sehr, sehr gut aufgepasst. Jetzt wieder eine schöne Aktion. Da zehren sich jetzt die Gäste mit dem 10. Schuss. Gut aufgepasst von Dominik Labatsch. Und auch dieses Mal gibt es Icing. Sollte durchaus mehr gehen. Und es gibt eine Strafe wegen Beinstellens gegen den HCS Senators. Es trifft erneut die Nummer 51, Stefan Gabelberger.
wiederum Powerplay für die Gäste aus dem Lungau. Wieder ein Pass in der eigenen Verteidigungszone. Ja, wieder ein paar zusätzliche Torschüsse wären sehr wünschenswert. Und es gibt eine Strafe. Dieses Mal die Gäste aus dem Lungau trifft. Und zwar ja, Josef Aigner wegen Hackern. Somit sind beide Mannschaften in gleicher Stärke. Und bei 4 gegen 4 gilt die Regel, dass wenn in so einer Situation ein Torfeld, dass beide Spieler weiterhin draußen auf der Strafbank ihre Strafe absitzen müssen. Gute Parade von Sebastian Simaroli. Jetzt wieder ein Angriff der Senators. Jetzt ein Versuch von Siegfried Hallinger, der Nummer 5, einem Verteidiger, der allerdings doch sehr weit am Tor vorbeigeht. Ja, könnte durchaus gehen. Etwas mehr Einsatz wäre da auf jeden Fall sicherlich gut und absolut wünschenswert. Jetzt wieder ein Pass. Vielleicht jetzt Kontermöglichkeit. Wer darf das dazu? Zieht ab. Und schön gemacht von Sebastian Simaroli. Torhüter der Gastgeber. Ja, für mich der beste Spieler dieser Begegnung am Eis. Auf Seiten des HCS Senators.
bisher eine sehr ausgeglichene Partie. Jetzt wieder. Ja, eine nicht ganz ungefährliche Aktion von Dominik Labatsch aus dem Tor heraus, was naja, durchaus ins Auge gehen könnte. Und ja, das Spiel ist erneut unterbrochen. Es gibt eine Strafe. Und zwar, ja, für die Gäste. Stockschlag für den Nummer 16, Maximilian Thalmann. Wie gesagt, 4 gegen 4, den Sebastian Schachner mit der Nummer 97 bekam ebenfalls wegen Stockschlag 2 Strafminuten. Also vom Spielerischen und von der Anzahl der Spieler her absolut ausgeglichen. Hier konnte sich noch Sebastian Zimmerolle ein weiteres Mal auszeichnen. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit über die linke Seite. Und Kopf, Tor, Schuss und Tor! Da ist das 1:10 für die Gäste. Keine Chance für Sebastian Zimmerolle, da irgendetwas zu machen. Lang hat es gedauert, aber das 10. Tor ist erzielt. Der Torschütze Fabian Kump, der die Nummer 28 bei den Ravens trägt. Die Geste aus dem Lungas jetzt nach. Zunächst einmal in der eigenen Verteidigungszone. Neuer Pass. Ja, langsam aber sicher wird es für die Gastgeber ziemlich bitter. 1:10 und die Zeit läuft natürlich unerbittlich gegen die Gastgeber. Das ist wieder die Senators. Gut gemacht. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit.
Ja, wir befinden uns mittlerweile in der Schlussphase dieser Begegnung. Bert aufs Tor zu. Tor! Zum 1:11 durch Philipp Steinwender. Keine Chance für Sebastian Zimmerolle, da irgendetwas zu machen. So schnell kann es gehen und es gibt natürlich im Eishockey das Gesetz, dass man Tore, die man nicht schießt, kassiert. Jetzt wieder eine gute Aktion. Sehr schöner Einsatz. Vielleicht jetzt. Gerhard Kutter passt. Ach, da müsste das doch schneller gehen. Gut aufgepasst von Sebastian Zimmerolle. Ich kann es nur immer wiederholen, auf jeden Fall für mich ganz klar der beste Spieler auf Seiten des HCS Senators. Boah, das war das 1:12 durch Schweighofer. Auch dieses Mal keine Chance für Sebastian Zimmerolle, irgendetwas zu machen. Alles klar, das Dutzend ist voll und somit das Spiel zugunsten der Gäste entschieden. Da wird sich wahrscheinlich nicht mehr wirklich etwas tun. Gemacht. Das Spiel bleibt natürlich am Laufen. Ja, so könnte es gehen. Gute Leistung. Ganz offen gesagt, ich glaube nicht mehr, dass es den Senators da noch einiges zusetzen kann. Tschüss! Wenn es der Fall ist, soll es mir auf jeden Fall noch recht sein, aber es schaut nicht gerade danach aus. Icing. Noch ein Pulli vor dem Dorf und Dominik Labatsch.
erneute Unterbrechung und Bulli. Ja, mittlerweile laufen die letzten Sekunden. Pass. Und das war's auch mit dem Spiel. Ergebnis sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe der Sendung Powerplay angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche allseits noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Sportreporter Markus Dorn.